Ihr Lieben, ich bin's, Claudius Fabig, erneut zu Gast auf dem Satirekanal von Robert Götz Matuszewski. Ein allerletztes Mal gibt es in diesem Jahr, in dem Jahr 2023, für euch eine kurze Lesung aus Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Und ich sage es nochmal dazu, ich bin sehr stolz und dankbar, dass ihr es möglich gemacht habt, dass die erste Auflage nach ganz knapp 3 Monaten vergriffen war. Und ich habe wirklich, also mit chirurgischer Präzision, die zweite Auflage noch vor Weihnachten an den Start bringen können. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Armin, den besten Drucker der Stadt, und an die tolle Buchbinderei. Wenn ihr mal sehen möchtet, wie so ein Buch gebunden wird, ich habe dazu ein Video auf meiner Homepage hochgeladen, www.claudiusfabig.de. Da geht ihr auf Made in Germany, da seht ihr, wie die Bücher gebunden werden. Sehr spannend. Es geht in Made in Germany, wer es noch nicht weiß, nicht nur um die deutschen Erfindungen, sondern auch um deutsche Entwicklungen, derer ich etwa 130 zusammengetragen habe, etwas weniger. Aber es geht auch um Komponisten. Ich habe die wichtigsten Komponisten zusammengetragen, über 400 Schauspieler, Dichter, Denker, Philosophen und schöne Zwischenkapitel. Und eins dieser Zwischenkapitel heißt Du bist Deutschland. Ich lese euch nicht das ganze Kapitel vor, nur einen kleinen Auszug, und freue mich, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt. Und da heißt es, du bist Deutschland, wenn du die Werte der Deutschen in deinem Herzen trägst, sie ehrst und danach strebst, die Flamme des deutschen Volkes an kommende Generationen weiterzutragen. Du bist Deutschland, wenn du offen und tolerant deinen Nächsten gleich welcher Herkunft achtest und wertschätzt. Du bist Deutschland, wenn du alle Lebensformen, nicht nur dieses Landes, mit Achtung und Liebe behandelst. Du bist Deutschland, wenn du die deutsche Sprache sprichst, die deutsche Kultur achtest, deutsche Werte respektierst, die deutsche Geschichte kennst und dich ihrer würdig erweist. Du bist Deutschland, wenn du dich und deine Familie behütest. Du bist Deutschland, wenn du dich für Schwächere einsetzt. Du bist Deutschland, wenn du Ungerechtigkeiten ansprichst und dagegen aufbegehrst. Du bist Deutschland, wenn du eigenständig denkst und handelst, zu deinem Wohl und zu dem der Volksgemeinschaft. Du bist Deutschland, wenn du Unterdrückung erkennst und ihr entgegentrittst. Du bist Deutschland, wenn du jeden Tag dafür dankbar bist, hier leben zu können und dich mit einer täglichen guten Tat des Deutschseins würdig erweist. Du bist Deutschland, wenn du Fleiß, Ordnung, Anstand, Pünktlichkeit, Qualität, Beständigkeit, Harmonie und Klarheit wertschätzt. Du bist Deutschland, wenn du dich gut fühlst, Deutscher zu sein, und du deine Schaffenskraft auch von Herzen gern in den Dienst deiner Nächsten stellst. All diese Werte können sich selbstverständlich auch in jedem anderen Land wiederfinden. Gleichwohl sind es exakt die, welche das Image des typisch Deutschen im Ausland ausgemacht wurde. Typisch deutsch sind die Menschen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen. Die Krankenschwester, die selbstlos in Doppelschichten Nächstenliebe dokumentiert. Der Müllkutscher, der sich nicht zu fein ist, zum Wohle der Gemeinschaft deren Abfall abzuholen. Der Lehrer, der auch in den schwersten Stunden der Corona-Pandemie seine schutzbefohlenen Schüler nicht gezwungen hat, sich testen zu lassen oder einen Maulkorb zu tragen. Der Polizist, der seine Bürger verprügelnden Kollegen angezeigt hat und dem noch bewusst ist, dass er Bürger in Uniform ist und er für das deutsche Volk und nicht für die Regierung seine Uniform trägt. Der Journalist, der stets auf der Suche nach der Wahrheit ist, über sie berichtet und auch bereit ist, seine berufliche Existenz zu verlieren, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Der Unternehmer, der in Deutschland produziert, weil er den Standort wertschätzt und weiß, dass er sein Land und die Arbeitskräfte hier unterstützt. Der Arzt, der sich den Corona-Maßnahmen widersetzt hat und immer zum Wohle seiner Patienten und im Geiste des hippokratischen Eids gehandelt hat. Der Arbeiter, der sich gewahr ist, dass dank seiner ordentlichen deutschen Arbeit deutsche Bauwerke auch in vielen Jahrzehnten noch sicher stehen und von seiner Arbeits- und Schaffenskraft zeugen. Der Bauer, dessen Verdienst es ist, dass Millionen Menschen genügend zu essen bekommen. Der Bäcker, der nachts aufsteht, um das Brot und die Brötchen für uns zu backen. Und all die anderen fleißigen, anständigen Menschen, die jeden Tag dafür Sorge tragen, dass dieses Land trotz aller Widrigkeiten und Lasten, die ihren Leuten aufgebürdet wurden, in deren Interessen weder Deutschland noch die Deutschen liegen, funktioniert. Du bist Deutschland, wenn du niemals aufgibst und im Geiste deiner deutschen Ahnen, die dich und dieses Land geführt haben, oder deiner Familie schon seit Jahrhunderten Wegweiser und Ansporn waren, alles dafür gibst, dass Deutschland und das deutsche Volk auch noch in den nächsten Jahrhunderten ein Land der Dichter, Denker, Erfinder und der toleranten, offenherzigen Freigeister ist.
Ich habe nur ein Vaterland und das heißt Deutschland. Heinrich Friedrich Karl von Stein. Auf dieses Kapitel folgt hier übrigens das Land der Dichter, Denker, Kunst und Kultur. Auch ein sehr schönes Kapitel. Und meine Bitte, wenn ihr Kraft tanken möchtet, wenn ihr wieder Mut schöpfen möchtet, wenn ihr euch wieder wirklich gut fühlen möchtet, wenn ihr Inspiration sucht für die Gespräche mit den typisch deutschen Deutschland-Hassern, die aber immer weniger werden, mit diesen Grünen und Linken, die dieses Land verachten und jeden Tag ein Stück dafür tun, es zu zerstören. Wenn ihr dafür Argumentationen sucht, ihr findet sie in Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Und für dieses Buch werde ich immer wieder Werbung machen, weil es ist nicht mein Buch. Es ist nicht mein Buch. Es ist unser Buch. Und ich wundere mich, dass bisher noch niemand so ein Buch geschrieben hat. Hier ist es. Und das gibt es nur bei www.claudiusfarbig.de. Ich signiere es euch gerne. War gar nicht so lange diesmal die Lesung. Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen, wünsche ich euch für das nächste Jahr ganz viel, auch wenn wir uns sehen natürlich, ganz viel Gesundheit, Liebe, Erfüllung und Erfolg. Am 8. Januar feiere ich den Geburtstag von Elvis, dem King. Und ich stoße auch auf Martin Sellner an, der am gleichen Tag Geburtstag hat. Und ihr findet mich in Berlin, auf der Straße, an der Seite anderer Menschen, die für Frieden, Freiheit, Liebe gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen diese Regierung auf die Straße gehen. Wir sehen uns am 8. Januar in Berlin. Und wenn ihr nicht in Berlin seid, es gibt auch viele, viele andere Städte, Hunderte, wofür dieses Land demonstriert wird. Auf in ein großartiges 2024. Da stellen wir nämlich unser Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße. Ich freue mich jetzt über euren Kommentar, den Daumen hoch und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das jetzt. Vielen Dank. Das Buch signiere ich euch gerne. Link zur Bestellung hänge ich hier runter. Häng los. Und so wie Robert sagt, so gilt das auch für mich. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Euer Claudius.